Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Terran Konflikt mit der Multigalaxy Mod. Ja, letzte Folge ein paar, sag ich mal, Sektoren entdeckt, ein paar neue. Besonders bei diesem Sektor hier habe ich dort ein bisschen Respekt, ja. Dort war ich ein bisschen zu nah an der Sonne dran gewesen und da habe ich doch lieber mal den Rückzug angetreten. So, aber nichtsdestotrotz, das Schiff, die Tukan, ist angekommen und bringt mir mal satte 1 Million Credits. Und besser ist es, wenn ich sie erstmal verkaufe, weil ich habe zurzeit eh keine Verwendung für dieses Schiff. Und dann schauen wir noch ganz kurz nach, Raumsprit, so lala. Dann habe ich mir noch wirklich schon in die letzte Folge, habe ich mir nochmal angeschaut, zwecks mit dem Verlust des Raumsprits. Und es ist für mich nicht erklärbar, wieso die auf einmal weg waren. Ja, also sprich, das Raumsprit. Mein Verdacht ist es wirklich, dass hier... Wir fliegen mal zum Osttor. Mein Verdacht ist es, dass sie von einer Polizeikontrolle... gescannt worden ist und dass halt der Autopilot die Fracht abgeschmissen hat, weil, ja, und die Polizei hat natürlich dann auch dementsprechend die illegale Ware zerstört. Nur das Problem ist ja, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, eigentlich ist der Raumsprit bei den Argonen ja legal. Ja, außer in anderen Sektoren ist sie halt, oder beziehungsweise bei anderen Völkern ist sie illegal. Weil ich habe es auch schon mal erwähnt, dass ich auch einmal eine Raumsprit-Brennerei hatte. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, nicht in Herons Leben, ich glaube, in Linie der Energie war das noch damals gewesen. Dort wurde dann halt die Station angegriffen von der Polizei. Und die haben dann halt einfach meine Station immer weiter zerstört oder beziehungsweise weiter angegriffen. Und dementsprechend kamen auch mehr Schiffe von der Polizei an und irgendwann waren es mal so ein paar hundert Schiffe gewesen, also besonders kleine Schiffe, die dann einfach so meine Station zerlegt haben. Weil ich dachte mir, okay, seltsam. Auf der einen Seite ist es bei den Argonen legal, auf der anderen Seite auch wiederum nicht. Also verstehe ich irgendwie nicht so den Sinn dabei. Vielleicht muss ich auch einen bestimmten. Kann sein, dass ich auch einen bestimmten Rang dafür brauche. Es wäre auch durchaus denkbar, dass ich den damals auch nicht hatte. Und ja. Und deswegen wurde auch dementsprechend meine Station zerstört. Aber egal. Wichtig ist mir jetzt ja erstmal, dass ich hier ein paar Bergungsfassungen bekomme. Weil ich will ja auch nicht allzu lange hier immer auf Station rumgucken, sondern auch mal ein paar Bergungsversicherungen selber haben. Aber wir werden halt jetzt noch ein bisschen weiter erkunden, also ein paar weitere Sektoren. Ich kann leider zurzeit nichts machen. Leider nichts. Vielleicht noch das eine oder andere herrenlose Schiff noch einmal aufsammeln. Das nächste System, ich muss wieder mal nachschauen, weil Google ist ja dein Freund und Helfer. So, Teladi Profit, yep. Und zwar das nächste Schiff, Schatzkammer. Ne, beziehungsweise Stahlkammer war es gewesen, genau. Und Familie Wii. Wir fliegen mal noch ganz kurz runter. Noch einmal. Da ist ein YT 2400 und auch die ersten. Ja, und auch die ersten Y-Wings. Also die Bomber. Ja, das sind hier die Bomber. Mal schauen, was die so drauf haben. 4x5 mehr, also M4. Ja, genau, M4. Haupt. Aha. Ja, aber nichts weltbewegendes an irgendwelchen Torpedos oder sonstiges. Schade eigentlich. Hätte mich echt gefreut, wenn sie richtige böse, böse Torpedos hätten. Weil das war ja von den, oder beziehungsweise das sind ja die Rebellenbomber. Also von der alten. Ja, ich muss vorsichtig sein, weil
In den neueren gibt es ja die richtige Bomber, die ganz, ganz bösen Bomber. Kein Ziel. Und das waren hier eher so von den alten Teilen. Die Bomber gibt es natürlich auch noch bei den Alex, neuen Alice, auch. L, Beta. Aber ja. So, hier gibt es leider kein Nordtor. So. Roland Beck hat auch geschrieben, dass wo ich ja gestern, beziehungsweise in der letzten Folge, die Sektoren erkundet habe, hatte ich auch schon gewundert, oh, da gibt es ein Westtor, das habe ich noch gar nicht. Hier ist dann, sage ich mal, eher ein bisschen mehr Erkunden gedacht, weil besonders wenn der Nebel viel zu dick ist, ja, dann fliegt man doch gerne mal so die paar Ecken mal System, durch. Familie Hui. So, Familie Hui, da sind wir auch. Und dort hinten gibt es auch noch ein Osttor, das mich, glaube ich, nach Stahlkammer führt, wenn ich mich recht entsinne. So, und dann schauen wir mal, wo dieses herrenlose Schiff ist. Und zwar, ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen rumgecheatet, aber naja, kommt schon. Ja. So, dann schauen wir mal. Familie Rui. Oh, das ist ein Lego, ein Angreifer. 38035. Ja. Ein Lego, ein Angreifer. Das ist auch wieder dort oben. Hier irgendwo. Ah, da oben ist er ja. Ach, da sehe ich ihn doch. Der Legion. Oh, Frachter. Legion, Frachter. Dieses schnelle Transportschiff kann man schon seit einigen Jahren überall in der Gemeinschaft antreffen. Er war ursprünglich. Ja. Ja, warum nicht, ne? Würde ich sagen. Warum nicht? Gibt immer wieder ein bisschen Geld dafür. So, wir werden mal ein bisschen langsamer. Ich habe mal die Tage wieder mal X4 angespielt. Ja, was soll ich im Großen dazu sagen? Habe dann ein paar Mods installiert. Und zwar, Entschuldigung, man kann sich jetzt ja Mods im Steam Workshop herunterladen. Leguan, Frachter. Und dort gab es zwei Mods, die mich dort mal ein bisschen überrascht haben. Schiffssteuerung transferiert. Einmal eine Mod, da wo Discoverer. ich leider musste einen neuen oder wo man muss leider einen neuen Spielstand anfangen. Und zwar ist das Nividium-Plattenherstellung beziehungsweise Andockerlaubnis erteilt. Kommando eine neue akzeptiert. Produktionsstätte für Nividium-Platten. Und die habe ich mir darunter dann aber habe jetzt noch keinen neuen Spielstand geladen oder gestartet. Dann gab es noch eine Mod und zwar mit den T2, T3, also mit der Waffenverstärkung, also beziehungsweise mit den ganzen Komponenten, wo man sein Schiff Erreiche besser System, ausrüsten kann. Kapitänsgewinn. Oh, was ist das für eine Station? Hä, Digitales was ist das für eine Station? Lichtverbesserungssystem. Nicht installiert. Was ist das für eine Station? Seltsam. Ja. Also, dass man auch seine eigenen Sachen herstellen kann. Also, sprich, oh, da ist eine Schiffswerft. Hey, das ist doch perfekt. Eine Teladi-Schiffswerft. Andockerlaubnis Die sieht aber komisch erteilt. aus, hä? Wieso? Kommando akzeptiert. Die ist ja in der Station drin, oder Teladi-Schiffswerft. beziehungsweise. Oh, Planungsphase. Albatros, eine Tern. Okay, eine M7. Für knapp 100 Millionen Credits. Eine M7. Holy shit. Holy shit. Es ist noch irgendwo. Ja, nochmal zurück zu X4, sorry. Dort kann man halt, sage ich mal, seine hochwertigen Waffenkomponenten herstellen, ja, und seine Rumpfverstärkungen, dies und das, kann man alles jetzt durch eine Mod, kann man einfach so bauen. Finde ich ganz nett. Die habe ich jetzt einmal installiert. Aber man muss halt sehr, sehr viel grinden, also beziehungsweise sehr, sehr viele Xenon-Schiffe oder sonstige Schiffe zerstören oder irgendwo abwarten, damit man auch die ganzen Sachen bekommt. Das ist das Einzige, was
schon recht, ja, nicht unbedingt nervig ist, aber schon ziemlich lange dauert. So, dann haben wir hier Stahlkammer. Und zwar ein Harrier Verteidiger. Naja, gut, okay, ich bitte euch. Der wird ja nicht viel bringen, da ist der Tucker mir lieber. Und zwar ist der minus 18. Da ist der Harrier. Da ist er doch. Schnell gefunden, würde ich sagen. Beziehungsweise. Ich verkaufe ihn einfach, weil alleine schon, dass dieses Schiff hier, was ich hier fliege, mal ein bisschen schneller ist. Er möge zwar jetzt ein paar. Beziehungsweise mal schauen. Achso, nee. Waffen. Mit Waffen. Habe ich das Problem. Wobei so ein Harrier eigentlich auch ganz schick aussieht. Von der Form her. Muss man wirklich mal lassen. So, wir steigen aus, übernehmen den Harrier und dann wieder in meine Discoverer rein. Verteidiger. Schiffssteuerung, Transproduktionskomplex, Discoverer. Und schwupp. So, Harrier Verteidiger. Ja, 100 Meter pro Sekunde passt ja. So, Docke an und zwar Raumschiffswerft. Ja, Schiffswerft. Kommando akzeptiert. So, dort oben gibt es natürlich ein Nordtor, aber ich weiß nicht, wohin mich das führt, das Nordtor. Das weiß ich jetzt leider nicht. Was haben wir hier? Ein Ausrüstungsdock. Die Ausrüstungshelfen sind hauptsächlich funktionell. Nein, ich brauche unbedingt Bergungsversicherung. Oh, ich glaube, die Ausrüstungsdock wurden da auch verändert. Ist das jetzt von der Mod oder? Ich weiß es nicht. Hier sind Moskitoraketen, Nostrop, Rapierraketen, naja. Oh, wir fliegen mal oder schauen mal ganz kurz dort hinten mal nach wieder. Erons Nebel. Ja. Raumsprit. Puh. Diese geheime. Nee. Diese geheime Fabrik ist eine Brennerei. Nee, ich warte erstmal noch. Ich will jetzt auch nicht mehr ganz Geld in Raumsprit hier verkaufen und dann kommt die Polizei und schießt mir wieder alles weg. So, das Nordtor, wohin geht denn das? Unbekannter Sektor. Okay. Sagt mir jetzt mal nix. Erreiche System, unbekannter Sektor. Aber es ist ein neuer Sektor. Dort hinten ist ein Nahrungsmitteltransporter. Dann, das heißt, hier gibt es entweder eine Station oder ein Sektor. Eins von beiden. Das Schiff ist nicht umsonst hier unterwegs. Ja. Ein nächster Sektor. Und zwar Quombridge. Okay. Große Waffenplattform, zwei Stück. Gibt es hier auch ein. Nope. Ein Osttor gibt es nicht. Und dann schauen wir mal ganz kurz nach, ob es einen Westtor gibt. Wie gesagt, also die Schiffe sind ja nicht grundlos hier irgendwie unterwegs, also um Gottes Willen. Also das heißt immer, oder beziehungsweise ist immer ein Zeichen, dass es hier eine Station gibt oder ein Tor. Okay. Ein nächster, neuer Sektor. Mal schauen, was mich dort erwartet. Bestimmt, Boombridge. Teladi-Sektor? Nee. Naja gut, wobei, man weiß es nicht. Vielleicht doch ein Teladi-Sektor. Erreiche System. Ah. Eskorte. Verteidiger. Oh, das ist auch. Oh! Freelancer! Pilot, die Regierung der Galatria, Kolonien, Lane, Polemar und Gompich sind zwar eigenständig, doch nach dem Vertrag von Aktionärsgewinn stehen diese Sektoren unter den Schutz der Teladi. Okay. Gut. Aber das ist jetzt da von Freelancer. Ich weiß nicht mehr, wie diese Schiffsklasse heißt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es leider nicht mehr. Oh ja, Freelancer, da war doch was gewesen.
Oh, eine Kol. Teladi, Militär. Okay, Kol sagt mir jetzt ja nichts. Ein Schiff aus X Beyond the Frontier, wie es aussieht. Hier haben wir eine Book. Eskorte. Oh ja, das ist eigentlich auch ein schönes Schiff. Ich weiß aber nicht von welchem Spiel bzw. Serie. Eskorte. Also viele Schiffe vom Aussehen. Oh, da ist eine Station. Also viele Schiffe kenne ich ja vom Aussehen her, aber jetzt haben wirklich nicht alle. Vielleicht einmal ganz kurz gesehen, das war's. Das ist eine Schiffswerft. Oh, das ist cool. Eine Schiffswerft hier in dieser Station drin. Nee, Schiffsproduktionsbasis. Ja, geil. Oh, okay, du hast was. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Die sei es. Eine M4. Oh, das ist cool, ey. Also wirklich so eine Station in einem Asteroiden drin. Finde ich richtig nice. So, der Harrier. Und zwar, oh, 1,3 Millionen. Perfekt. Und hier gibt es noch mehrere Stationen, sehe ich gerade. Und ich habe ja schon den Triplex-Scanner drauf. Was haben wir hier? Eine Technologie-Produktionsbasis. Rumpfplatten, okay. Wow. Die Rumpfplatten brauchen primäre Ressourcen, Energiezellen, Stoffreime, Carona, Fleischblöcke, Raumsprit, Massenpuder, Rastaöl, Sojakrütze, Nostrop und Erz. Ja. Und dann willst du dort noch Gewinn machen, wenn du so viele primäre Ressourcen brauchst. Ja, Brustmahlzeit. So. Leiten. Paloma. Mal schauen, wo mich diese. System. Ich sehe eine Station. Ja, das ist eine Natur-Habitat-Basis. Oh, was? Okay, das muss ich jetzt wirklich sagen. Das ist schon doch eher mal lukrativer. Einfach nur primäre Ressourcen, Energiezellen. Und man bekommt hier Glicksteinscher Weizen, Agnusfleisch, Squaffenknollen und. Oh, wow. So, hier ist auch wiederum eine Station. Oder noch zwei weitere Stationen sind hier. Oder auch gegebenenfalls ein Sprungtor. Weil die Schiffe. Ah, eine. Nahrungsmittel. Okay. Produkte. Und hier ist noch irgendwo eine Station. Hier ist ein Westtor. Hey, cool. Beziehungsweise, ich fliege mal dort mal ganz kurz oben hin. Ja, irgendwie alles gut und schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Station kaufen kann. Vielleicht mal die paar Sachen, wo man hat, verkaufen. Aber diese Station kaufen alleine schon die Natur-Habitat-Basis. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man die kaufen kann. Nee. Das wäre. Würde ich jetzt so empfehlen, dass er ein bisschen überpowered ist. So, Harrier. So, das Vesto Oppo Tralala Gedönsches. So macht das Erkunden Spaß. Neue Sektoren entdecken, neue Schiffe, neue Stationen, oder beziehungsweise die zusätzlichen Stationen in diesem Fall, sind ja keine neuen Stationen, zum Teil ja. So, ist hier wieder so ein dichter Nebel. Hier ist ein Schiff unterwegs. Eine, ja, zwei Stationen. Waffenproduktionsbasis. Oh. Okay.
Ich glaube, hier wird es wohl keine weiteren. Doch, es müsste hier noch ein Tor geben. Ein Nordtor. Da ist es doch. Und zwar geht das nach Grenzwelten. Nope, hier ist nichts mehr. Okay. Oh. Sterne sehen schön aus. Oh, Sterne. Elite Dangerous wäre auch wieder nochmal cool. Ja, ich habe aber so gut wie gar keine Zeit. Zeit ist bei mir irgendwie begrenzt. Bin ja froh, dass ich mal ein, zwei Folgen hochladen kann, aber dann war es das auch gewesen. Gibt es ein Südtor? Nope. Schade. Okay, ich würde sagen, wir fliegen mal hoch, schnell zum Nordtor, wenn ich es finden würde. Und dann. Ja, ist die Folge auch wieder vorbei. Mein Gott, die Zeit, die vergeht wieder. Ja, 21 Minuten wieder am Aufnehmen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh. Der Asteroid kann mich ein bisschen knutschen. So. Piep, 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 piep. Mal schauen. Herons Nebel, gelandete Schiffe. Na. Ein paar Stück da. Ja, wir fliegen einmal zum Nordtor und dann ist die Folge beendet. Und dann muss ich dringend speichern. Bergungsversicherung, das ist das nächste, was ich mir definitiv ansteppen werde. Erreiche System. Hier gibt es ein Schiff. Ich hoffe mal, es gibt hier eine Station. Oh, hier sind die Tore. Ja, es gibt hier ein Tor. Ein Osttor. Dort hinten ist ein Großkampfschiff. Oh, das sieht aus wie. Oh, die Watcher Yang. Oh, Starship Troopers. Okay, die Watcher Yang. Frachttransporter, warte mal. Oh, die Serenity. Beziehungsweise, ja, das ist die Serenity von der Serie Firefly. Oh Gott. Ich muss, glaube ich, muss dann wirklich definitiv die Serie wieder anschauen. Die fand ich eigentlich ziemlich cool. Aber hier, die Watcher Young. Ja, definitiv. Oh, da gibt es auch noch ein Nordtor. Das ist sowas aber auch. Also hier wieder Abzweigungen. Okay. Watcher Young. Jupp, 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 jupp. Was hast du denn alles drauf? Viermal ein Gigajoule, 20 Schiffe, hauptsächlich Terraner-Waffen. Na gut. Da ist noch ein Großschiff. Eine Sulaco. Sulaco. Teladi, Militär. Sulaco. Kenne ich eigentlich jetzt da, glaube ich, nur von den Alien-Filmen, beziehungsweise den Namen Sulaco. Das war von dem zweiten Teil? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber, habe ich das Nordtor? Nee, habe ich doch gar nicht. Doch, jetzt habe ich das Nordtor. Und zwar Kolonie Galatria. Galatira, egal. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit der Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder mit weiterem Erkunden. Also, bis denn, tschüss!